Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. feedback@heute.at Ein aus I-Pleite auch im Rückspiel. Steffen Hofmann erlebte vor dem Verwaltungsgericht eine bittere Niederlage. Der ehemalige Rapid-Kapitän hatte gegen das Urteil in der Pyrocausa Berufung eingelegt, die abgewiesen wurde. Hofmann hatte unmittelbar nach seinem Abschiedsspiel von Rapid gegen Steffen Hofmann in Frenz im Allianz-Stadion Bengalen gezündet, sich vom Block West feiern lassen. Das brachte dem Fußballgott eine polizeiliche Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pyrotechnikgesetz ein. Sogar ein Stadionverbot für den mittlerweile zum Talentemanager der Hütteldorfer beförderten 38-Jährigen stand im Raum. Dazu kam es aber nicht, stattdessen wurde Hofmann eine Geldstrafe von 500 Euro auferlegt. Hofmann zog vor das Verwaltungsgericht, blitzte am Dienstag allerdings ab, wie der Ballesterer berichtet. Das Gericht sah die Beschwerde als unbegründet an. Hofmann sei es nicht um die Verurteilung oder die Strafhöhe gegangen. Gemeinsam mit der Rechtshilfe Rapid haben wir beschlossen, diese Straferkenntnis zum Anlass zu nehmen, um den Umfang und den Schutzzweck des Pyrotechnikgesetzes genauer unter die Lupe zu nehmen, so Hofmanns Anwalt Paul Kessler über die Verurteilung. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, heute Sport. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.